Mahlzeit. Mahlzeit. Hier sind die neuen Witze aus Deutschland, Frankreich, England und Griechenland. Die müssen alle noch diese Woche geprüft werden. Ach du Scheiße. Da fehlt die Pointe, das sehe ich doch so schon. Hoffmann, geben Sie mir mal das Pointometer. Danke. Kein Ausschlag. Dieser Witz ist tot. Und der hier, der ist viel zu lang. Den müssen wir abschneiden. Vor Ziegenficker und hinter Erdogan. Verdammt, so geht das nicht weiter. Wir brauchen endlich eine Richtlinie zur Harmonisierung des europäischen Witzes. Mein Ziel ist es, noch in dieser Legislaturperiode eine Kennzeichnung für europäische Witzprodukte zu erreichen. Der Export und Import von Witzen muss vereinheitlicht werden, ähnlich wie bei Elektrogeräten. Ich möchte eine europäische Humorrichtlinie einführen. Eine Richtlinie für Humor würde den Humor zerstören. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Spaß im Leben. Wir brauchen mehr Freizeit. Wir sollten uns verlieben und Kinder bekommen. All das, wovon die europäischen Bürger immer weniger haben. Wir brauchen ein Leben voller Freude. Keine Richtlinien. Richtlinien töten alles. Auch den Humor. No, we need a directive in Europe. Für mich persönlich überraschend muss ich an Herrn Erdogan eigentlich danken, weil ich habe in der Woche in meiner ganzen Prüfung von juristischen Paragraphen eine Menge gelernt. Zum Beispiel Ziegenfickerei ist in der Türkei, wird in der Türkei mit 6 Monaten Haft bestraft. In Deutschland ist Ziegenfickerei strafbar oder nicht? Nicht strafbar. Das habe ich ja gelernt. Das habe ich ja gelernt. Der Ziege vorausgesetzt. Ja, natürlich, wahrscheinlich. Haben Sie ein paar gut aussehende Ziegen auf der Insel? Do you have some really nice goats in England? Sie bringen mich auf einen Witz, der ist wahrscheinlich nicht sendefähig. Bei uns gibt es jede Menge Beleidigungen. Unser Premierminister wird gerade im Zusammenhang mit seinen Konten in Übersee als der halbseidene Dave beschimpft. Beleidigungen sind Teil des politischen Lebens. Haben Sie nicht das Gefühl, dass nach den Mohammed-Karikaturen, den Anschlägen auf Charlie Hebdo und den Drohungen des türkischen Präsidenten Erdogan der Witzestandort Europa gefährdet ist? Verhandlungen über die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit während des Annäherungsprozesses an die EU helfen der Türkei am besten, sich an die europäischen Standards der Meinungsfreiheit anzupassen. So lassen Sie uns ein paar Türkenwitze mehr machen. Um die Türken noch etwas besser zu integrieren. Wir haben viele Aufgaben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist jetzt kein Witz. Der europäische Witz ist in Gefahr. Der Irre vom Bosporus, wie wir den Komiker Erdogan hier in Europa liebevoll nennen, versucht lustiger zu sein, als es die Polizei erlaubt. Zum Schluss noch ein erster von mir persönlich zertifizierter Witz. Ein türkischer Diktator, eine deutsche Kanzlerin, eine Ziege und ein Moderator sitzen in einem Flugzeug. Der Diktator zeigt seinen riesenhaften, die Kanzlerin zeigt ihre riesengroßen, Moment mal, nein, die Ziege. Ja, vielen Dank, dass Sie mir das Mikrofon abgestellt haben hier. Ich darf meine Rede schriftlich einreichen. Schade, das wäre ein historischer Moment gewesen. Der erste zertifizierte Witz im EU-Parlament. Leider hat das Publikum fluchtartig den Saal verlassen und dann hat man mir auch noch das Mikro abgestellt. Hey, nicht abschalten jetzt. Ich muss erst noch das Ende vom Witz erzählen.